Domradio Morgenimpuls Podcast. Jeden Montag bis Freitag hören Sie bei uns im Domradio den Morgenimpuls. Wieder mit Schwester Katharina, Franziskanerin in Olpe. Ich bin froh, dass wir auf diesen Wegen hier zusammen mit Gott den Tag beginnen. Manchmal mache ich so eine Zeitreise im Internet und forsche nach, was an einem Tag geschichtlich so alles war. Und das habe ich dann auch für heute mal gemacht. Was geschah also an einem 10. Mai im Laufe der Jahre? 2005 in Berlin wird das Denkmal für die ermordeten Juden Europas, das Holocaust-Denkmal, eingeweiht. Das Denkmal wird im ersten Jahr von über 3,5 Millionen Menschen besucht. 1994 in Südafrika wird Nelson Mandela als erster schwarzer Staatspräsident vereidigt. 1940 der deutsche Angriff auf Frankreich und die neutralen Länder Belgien und Holland beginnt. Und am gleichen Tag, Winston Churchill übernimmt in Großbritannien das Amt des Premierministers. 1933, Nationalsozialisten verbrennen auf dem Opernplatz in Berlin und in anderen Städten Deutschlands Bücher missliebiger Schriftsteller. 1655, die Engländer erobern Jamaika von den Spaniern, die 1670 die Insel offiziell an England abtreten. Jamaika wird britische Kolonie. 1503, Christoph Kolumbus entdeckt die Kaimaninseln. Das sind also so an einem Tag im Laufe der Jahrhunderte schlimme, interessante, schöne, schwierige, weltbewegende Dinge, deren Ausmaß für die Zukunft an dem jeweiligen Tag eher mehr und manchmal weniger klar war. Im Matthäusevangelium steht der schöne Satz: Sorgt euch zuerst um das Reich Gottes und setzt euch dafür ein. Und sorgt euch nicht um morgen, weil jeder Tag seine eigene Sorge hat. Übersetzt könnte das heißen: Tut heute das, was für euch dran ist. An Gutem und an dem, was eure Arbeit ist. Und tut es dann in bestmöglicher Art. Und vertraut darauf, dass Gott euch zur Seite steht, wenn der neue Tag beginnt, mit allem, was euch erschreckt oder erfreut, was euch leicht von der Hand geht oder auch anstrengen wird. Der Morgenimpuls mit Schwester Katharina, Franziskanerin aus Olpe, jeden Montag bis Freitag um 6:15 im Domradio. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf domradio.de.